Was ist das für ein Ort? Ich gehe einfach hier in die Rutsche. Boah, schön. Hallo? Oh. Oh nein. Jo, Leute, was geht? Geht niemals in den Freizeitpark um 3 Uhr nachts. Und das ist das, was wir tatsächlich heute machen werden, denn wir spielen heute nämlich Indigo Park, ein Spiel voller Maskottchen in einem Freizeitpark um 3 Uhr nachts. Was kann da schon schieflaufen? Und ich glaube, da ist ein Vogel im Hintergrund. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, falls Part 2 rauskommt, dass wir das spielen. Let's go! Okay. Wir haben also so eine Art Intro von dem Typen, der das hier vorstellt. Indigo Park, okay. Wow, was passiert gerade? Ey! Yo, das wechselt gerade zu so einem Triple-Monitor-Setup. Oha. Okay, das ist... Was passiert? Ich glaube, der Monitor ist gerade kaputt gegangen. Aber was geht denn jetzt auf einmal ab? Okay. Ich glaube, wir fahren gerade auf diesen Park. Und es sieht so aus, als wäre der geschlossen. Oh, yo, das ist also eine Art Lost Place, wo wir hingehen. Kapitel 1. Die Flügel der Feder. Vögel der Feder. Okay, und da wären wir auch schon, Freunde. Wir betreten jetzt nämlich den Indigo Park, der jetzt, wie wir es im Intro gesehen haben, wahrscheinlich geschlossen wurde, weil es ein Lost Place ist. Warum wurde dieser Park geschlossen, das finden wir wohl heraus. Und ich muss eins sagen, grafisch sieht das echt gut aus, das Spiel. Also kann man wirklich nicht meckern. So, okay. Hier sind wirklich viele Umzugskartons. Ich glaube, die haben das hier irgendwann mal geräumt. Was mache ich denn jetzt? Was ist das hier? Ist das irgendwie zum Aufsammeln? Yo, wir haben ein Collectible freigeschaltet. Das können wir im Kiosk benutzen, beim Informationskiosk. Oh, ihr wisst, Leute, dass ich es nicht mag, wenn Sachen sich automatisch öffnen und schließen. Wir werden beobachtet. Okay, Leute. Wurm! Okay. Du sprichst ein bisschen wie Mickey Maus. Seit 2000 Tagen gab es keinen Gast mehr? Danke. Rambly, der Waschbär. Okay. Danke für die Info. Ich registriere mich ganz, ganz sicher. Ich schließe auch bestimmt eine Clubmitgliedschaft ab. Auf jeden Fall. So. Okay. Was? Ich glaube, dem geht's nicht so ganz gut. Warte mal. Macht ihr gerade ein Foto? Was ist das für eine LED gerade gewesen, da links oben? Die haben mich gerade gescannt. Rambly Dienstag. Okay. Okay. Dankeschön für die Info. Die haben mich jetzt gescannt, einfotografiert. Ja, also gut. Ich soll jetzt Rambly bei dem Haupttor treffen. Na gut, dann mache ich das mal. Okay, ich habe die Helligkeit ein bisschen hochgeregelt, aber es ist irgendwie doch noch nicht hell genug. Oh. Okay. Tor ist offen. Ey. Woher weißt du, dass ich hier bin? Ja, die Tür ist nämlich gar nicht offen. Okay. Okay, wir müssen das Minispiel machen. Generator anmachen, okay? Warte, ich habe noch was anderes gefunden. Was Sammelbares. Okay, wir sollen also den Generator jetzt anschmeißen. Na gut, dann schauen wir mal, wo das Kabel hinführt. Aber bisher muss ich sagen, mir gefällt das Spiel. Ist schon ganz cool. So, hier geht's rein. Oh ja, okay. Ja, ja, danke, du brauchst es mir nicht erklären, du netter Fuchs, netter Waschbär. Bin mir sicher, dass du ziemlich nett bist. So, wir haben hier schon wieder eine Figur aufgesammelt. Na los, es klemmt. Es klemmt. Ich krieg's nicht runter, okay. Was soll ich denn hier machen? Ich glaube, ich muss ein Zahnrad aufsammeln. Wo könnte das sein? Oh, ich hab's gefunden. Okay, das müsste wohl da reinpassen. So, und jetzt... Jawohl! Oh, endlich sieht man mal was. Der Strom ist an. Nice. Taschenlampe können wir ja mittlerweile schon fast ausschalten, nicht wahr? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. La, 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 la. Jetzt macht die Tür auf. Wow. Wie schön sieht das denn aus? Okay, eins muss man wirklich den Leuten lassen. Die wissen, wie man wirklich ein schönes Spiel designt. Der Park ist schon mittlerweile komplett zugewachsen. Aber es sieht ganz schick aus. Und ich glaube, das sind die ersten Figuren, die wir gesammelt haben. Ich bin mir da nicht so sicher. Critter Corner. Was? Hallo? Ja? Die filmen mich gerade. Was geht ab, ey?
Okay. Alles klar. So, ich soll meinen Critter-Cuff abholen. Oh, jetzt ist die Tür aufgegangen. Was ist der Critter-Cuff? Oh, das ist wohl der Fanshop. Junge, das sieht wirklich aus wie in einem echten Freizeitpark. Auch mit dem Teppich und wie das Ganze hier designt ist. Na gut, so sieht es nicht ganz so aus, aber ja. Okay. Was ist das für ein Teil? Ist das Ding so ein Teil wie aus den Freizeitparks? Oh, das ist so eine Art Freizeitparkband. Damit kann man verschiedene Attraktionen aktivieren und Goodies sammeln. Die haben sich ja echt was gedacht dabei, muss ich sagen. Wisst ihr, wollt mich einsperren? Lasst mich raus! Lasst mich raus! Alter, ihr wollt hier Merch verkaufen. Wisst ihr was? Ihr könnt selber Merch abchecken. IDzock.shop. Kommt in den Shop. Oder scrollt einfach runter. Da seht ihr die besten Merchandise-Sachen. Gönnt euch den Shop. Dankeschön. Okay, wir müssen das hier dran halten. Was passiert jetzt? Okay. Nice. Okay, danke, Dankeschön. Er redet ziemlich viel, muss ich sagen. Ich muss sagen, er redet sehr, sehr, sehr viel. Na gut, jetzt können wir endlich den Park betreten. Und so, jawohl. Checken wir mal ab. Und... jawohl, es geht rein, Leute. Okay, ich muss sagen, der Park gefällt mir. Hallo, kleine Statue. So, was ist denn... ist dir das gerade auch aufgefallen? Liebe Statue... der Kopf bewegt sich. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Kann ich hier wieder raus? Kann ich diesen Park jetzt kurz mal wieder verlassen? Okay, kann ich? Ja? Okay, mich hält davon ja gar nichts ab. Also, ich gehe da mal. Tschüss. Ich schalte mal das geheime Ende frei. Oh nein, voll vergessen, dass da eine Mauer ist. Na gut, müssen wir eben jetzt da durch. Okay, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Wir haben echt einen großen Park, der auch sehr, sehr dunkel ist. Ich glaube, wir gehen mal zu diesem Display oder was das ist, was da kaputt ist. Ich glaube, das ist ein Automat. Hier geht's wohl nicht lang, oder? Doch, hier geht's lang. Wow, wo bin ich denn? Ist das gerade passiert? Ich bin eingesperrt. Ich bin eingesperrt. Nein, das kann nicht sein. Oh, warte, hier haben wir Toiletten für Männer, für Frauen. So, dann schauen wir mal. Ist hier irgendwas Interessantes? Nee, langweilig. Okay, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Warum ich wirklich mir dachte, das ist eine coole Idee, hier in den Lost Place zu gehen. Renovierungen, okay. 3% ab. Okay. Ja, ich würde gerne Zugfahrt machen. Okay, dann lässt er mich jetzt ganz alleine, wie ich den Zug finde. Okay, sollte ja nicht schwer sein. Ich meine, das ist jetzt nicht so, als hätten wir eine Open World mit GTA 6 und, boah, wenn diese Statue sich da im Hintergrund bewegt. Das wäre wild. Oh, das wäre wild. Naja, aber wir wollen ja mal nicht denken, dass da jetzt wirklich ein paar Monster sind, die sich bewegen. Ich meine, wo sind wir denn hier in einem Horrorspiel? Ja, sind wir. Okay, es geht also erstmal hier rein. Okay, kein Problem, Leute. Alles kein Problem. Oh, okay. Was war das? Ja, das war, ich glaube, ich habe es mir eingebildet. Das war nicht echt. Ich bin älter als die Tage. Ja, ja, ist mir völlig egal. Da war gerade ein Vogel, oder? Habe ich mir das gerade ausgedacht oder habe ich es gesehen? Ich weiß es nicht. Aber ja, Mann, warum muss ich diesen ganzen Weg gehen? Hier ist niemand in der Schlange. Hier, ich bin alleine. Ich bin ganz alleine. Aber gut, dann fahren wir mal mit dem Zug. Okay, let's go. Woo! Yeah! Party! Das geht ja übelst ab. Das geht gar nicht ab. Warum ist der Zug so langsam? Aber die Musik. Der Song. Okay. Das sieht ja super langweilig aus. Okay. Wer ist das? Hallo. Kann ich mal eine Frage stellen? Was sind denn das für Flecken auf den Steinen? Die sehen nicht so aus, als wäre das normal. Ich glaube nicht, dass das rote Beete ist. Oder Ketchup. Und die Fahrt geht weiter. Was ist los? What's going on? Kollege? Stimmt mit dir was nicht? Ja, okay, eindeutig nicht.
Wir sollen die Fahrt wieder zum Laufen bringen, okay? Oh, Leute, gleich kommt der Looping. Ich sag's euch, gleich wird's spannend. Okay, dann bringen wir die Fahrt mal wieder zum Laufen. Oh, okay. Das war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Warum ist die Tür auf? Warum gehen die Türen alle automatisch auf? Wo ist denn hier ein Bewegungssensor? Hier ist kein Bewegungssensor. Das ist der Vogel. Weg mit dir. Bro, das ist langsam, nimmt das hier Poppy Playtime-Zustände an gerade. So, wir haben hier ein Zahnrad. So, nehmen wir das hier, schießen das rein und... Wie, berühren die sich überhaupt? Hä, wie funktioniert das? Nee, die berühren sich nicht, oder? Wo ist denn das letzte Zahnrad? Hier, so, okay. Eigentlich können die gar nicht funktionieren, aber es funktioniert. Na gut, wir haben die Fahrt repariert, dann würde ich sagen, wieder drauf geht's. Können die Türen bitte einmal aufhören, die ganze Zeit automatisch aufzugehen? Wie geht diese Tür? Erklärt mir bitte, wie diese Tür... Das macht keinen Sinn. Da ist ein Kabel. Das geht nicht. Wie öffnet ihr die Tür? Wie schließt sie sich? Ich krieg doch die Tür. Ich laufe dagegen und krieg sie... Bam! Direkt in mein Gesicht. Wer hat das gebaut? Welcher Inkompetente hat diesen Park designt? Oh, die Fahrt geht weiter. Jetzt aber wenigstens ein Looping. Nein. Peter Lloyd. Lloyd? Do not shame me with that common folk name. Wer ist Lloyd? I am the proud, the prestigious, ist das der Präsident? The professional Lloyd von L. Lyon. Okay. Können wir weiterfahren? Dankeschön. Ey, endlich einmal, wo ich den feiere. Der ist einfach weitergefahren. Oh, okay. Ja, das war auf jeden Fall eine, sag ich mal, super langweilige Fahrt. Also bis jetzt sehr langweilige Fahrt. Oh, oh nein. Ich kann ja meine Fotos holen. Okay, und Lloyd. Er mag wohl Lloyd nicht. So, wo geht's lang? Wir können uns jetzt entscheiden, wo wir lang gehen können. Wow, es gibt so viele Attraktionen. Okay, dann schauen wir uns mal um hier im Laden. Was haben wir denn hier? So Merchandise, Caps. Das können wir nehmen. T-Shirts. Die Plüschtierpuppen. Oh, das ist ja... Ja, die haben ein Riesenrad. Ich wusste gar nicht, was mit der Uhr los ist. Weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das ist nicht so normal. Hey, aber das sieht voll schön aus gerade. Der Park ist ja wirklich gigantomanisch. So, wo gehen wir als nächstes hin? Wir haben das Theater. Schauen wir uns erstmal in Ruhe um. Hier ist, glaube ich, noch ein Café. Ja, so, sieht schick aus. Das ist hier, glaube ich, eine Art Getränkehalter. Sieht aber sehr leer aus. Aber ich muss eins sagen. Guckt euch diese Kekse an. Wow. Wie saftig, fluffig sehen die bitte aus. Wow. Und sogar das Brot sieht grün aus. Na gut. Aber die Kekse, Leute, 10 von 10. Dicke Empfehlung, meine Damen und Herren. Café de la Tonraturatimentilpetita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 petapetitapetitapetapetitapetitapetapetitapetitapetapeti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 tap
Kein Wunder, dass er Lloyd nicht mag, den Löwen. Niemand mag Löwen. Okay. Ja. Ja. Du kannst nichts hinter der Backstage sehen. Dann. Okay, ich bleib vorsichtig. Danke für den Tipp. Okay. Also Backstage hat er keinen Zugang mehr mit den Kameras. Wer steuert denn diese Person? Ist das irgendwie... Hallo? Wenn ich das Licht ausmache, sehe ich ihn nicht. Aber er ist immer noch da. Kollege. Die ist wild. Das ist ein wilder Löwe. Und das meine ich nicht positiv. Warum sieht das Ganze nach einem Parcours aus, wo man gleich abhauen muss? Es sieht sehr, 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 sehr stark danach aus, als würde man gleich laufen müssen. Oh mein Gott. Oh, ich wollte gerade schon laufen. Karma. Karma. Okay, wir haben den Ausgang gefunden. Und schon wieder öffnen sich die Türen alle automatisch. Ja, Leute. Wenn ihr mit diesem Foto kein Problem seht, dann empfehle ich euch, bei euren Eltern nachzufragen, ob man vielleicht doch aufräumen soll. Vor allem, warum sieht das Kabel hier einfach... Das Kabel hat sich schon vom Gummi gelöst. Also Leute, nehmt nicht mehr als 2 Mehrfachstecker. Hier sind die Schlüssel. Für was sind die aber? Jetstream Junction. Ich kann jetzt wieder zurück... Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Ja, ich höre das. Der Löwe. Der Löwe. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir laufen oder so. Der Löwe ist hier. Hör ihn. Ich höre ihn. Ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn. Hallo, kleiner Löwe. Darf ich jetzt einfach nur gehen? Du kannst gerne deine Sachen weitermachen, was auch immer du davor hast. Ich will einfach nur nach Hause. Ja? Dankeschön. Sehr netter Löwe. Ich laufe einfach. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Es gibt keinen Bossfight, oder? Holy moly. Nein, es gibt... Wie geht die Tür auf? Okay. Oh, einmal unsere... Yo! Yo! Yo. Okay, das Piepen. Das hat ihn ein bisschen verrückt gemacht. Oh, Junge. Jetzt nichts wie raus hier. Können wir jetzt gehen? Ja. Oh, nee. Der Vogel. Der Vogel ist frei. Och, Mann, Leute. Das ist ja schlimmer als Bobby Playtime. Wir haben ja nicht nur Huggy Wuggy, mit dem das hier losgeht. Es geht gleich mit 3 Monstern gleichzeitig los. Oder 2. Ich will hier raus. Ich will nach Junk Junction. Lass mich jetzt sofort zu Junk Junction. Okay. Raus. Aber schnell. Einmal kurz ein Terminal hier abchecken. Ja, Mann. Das ist nice. Okay, uns fehlt circa noch die Hälfte aller Kreaturen. Ach, da werden wir. Jetstream Junction. So. Molly's Rooftop Races. Molly's Garage. Was ist das eigentlich? Lass mal da reingehen. Okay. Boah, das ist so ein Burgerladen. Ja, hier ist ja wirklich gar nichts. Einfach nur ein Restaurant. Na gut. Was haben wir als nächstes? Moment. Ist das eine Spielhalle? Warte, da ist ein Spiel. Kann man das spielen? No way. Die haben jetzt kein Spiel in dem Spiel eingebaut, oder? Was? Was? Haben die? Oh mein Gott. What? Wie cool ist das denn? Die haben einfach ein Spiel in dem Spiel eingebaut. Oh, ich habe einen Doppelsprung. Ich will alle Erdbeeren sammeln. Oh, Leute, ich bin so gut in dem Spiel. Achtung. Oh. Reingelegt. Hä, wie cool ist das denn? Die Entwickler haben sich extra die Zeit genommen, noch so einen kleinen Jump'n'Run mal nebenbei rauszuhauen, der einfach krasser aussieht als so manche anderen Spiele. Weil optisch sieht das richtig sick aus. Was haben wir da aufgesammelt? Was passiert jetzt? Oh, Molly. Was ist passiert? Molly, du bist gecrashed. Oh, das ist dieser komische Vogel. Ich hoffe nicht, dass ich den gleich sehe. Wer ist das? Swiper, nicht klauen. Swiper, nicht klauen. Rambley heißt er. Was? Molly, pass auf. Molly. Oh Gott. Der Vogel ist zu einer... Naja, Echse-Kreatur gerade geworden. Oh, oh.
Was hast du mit ihr getan? Jetzt wird sie uns alle fertig machen und in Stücke zerteilen. Hab jetzt Spaß damit. Gibt's einen Bossfight in dem Spiel? Oh Gott. Bossfight. Oh Gott. Oh. Oh, nice. Damage. Nice. Nicht selber getroffen werden. Oh. 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 Ja. Let's go. Wir haben gewonnen. Mein Spiel. Was war das? Oh. Okay, wir haben es geschafft. Was ist das? Wir haben was gesammelt. Oh, das ist quasi ein Achievement. Cool. So, wo ist das denn? Rooftop Races. Okay, ich bin echt gespannt, was jetzt von uns für Rennen erwarten. Renn-Action ohne Ende. Da oben muss es sein, oder? So, ich stelle mich mal in die Warteschlange an. Okay. Was? Ey, es ist kaputt! Looks like Molly crashed into the ride again. Ja, super. Okay. Dann reparier... Was? Wen rufst du da gerade an? Hallo? Ist da jemand am Telefon? We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Das ist ja super. Check the number and dial again. Das ist echt klasse. Ja, ist eine bessere Idee. Dann gehen wir mal zu Mollys Rain Pad oder so. Schade, ich hätte echt gern die Attraktion benutzt, aber geht leider nicht. So, wir sind jetzt hier. Hier muss es was zum Sammeln. Ja, da sehe ich die nächste Statue. Hier ist die nächste Statue. Es ist einfach so ein Hund. Ja, ganz süß. Kann man hier skippen? Yo! Landing Pad, da ist es. Das muss doch cool sein. Okay, dann gehen wir rein. Was ist das für ein Ort? Bruder, der Beat ist ja mal absolut mega geil. Der ist ja übel geil. Was ist das? Okay, let's play. Ich glaube, wir müssen ein Rätsel lösen, so wie es aussieht. Aber das ist der größte Traum eines Kindes. Liebend gern. Ich hätte wirklich... So eine Burg ist einfach ein Kindheitstraum. Das macht so Spaß. Okay, ich glaube, wir müssen hier was lösen. Lila Stern, glaube ich. Ich gehe mit diesem Beat ab. Lila Stern. Okay. Tür geht auf. Warum geht das Licht aus? Ich habe doch nichts gemacht. Lasst mich vielleicht erstmal einmal rutschen, oder? Wir gehen da hoch. Und dann gehen wir da runter. Und dann rutschen wir einmal. Das hat richtig Spaß gemacht. Oh nein. Jetzt geht's in die Rutsche rein. Hey. 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 Da ist der Vogel. Wo ist der hingegangen? Okay, meint ihr, wir sollen da hochgehen? Ich gehe da jetzt mal hoch. Komm schon. Der ist doch jetzt nicht... Wie weit ist er? Oh! Okay. Okay, das ist eine Art Trampolin, so wie es aussieht. Aber wisst ihr was? Ich gehe einfach in die Rutsche rein. Ich gehe einfach hier in die Rutsche. Das ist doch easy. Boah, schön! Da ist ein Vogelmonster in der Rutsche. Okay, ich sollte lieber wirklich vorsichtig sein. Okay. Das ist mir langsam echt zu viel. Auch wenn ich den Ort echt schön finde. Oh, warte. Gelber Kreis. Ich sehe es jetzt erst. Haben wir uns das gemerkt? Gelber Kreis? Rutschen wir mal runter. Hui. Gelber Kreis. Oh, Mann. Ich hätte mir alles merken sollen. Okay, gelber Kreis. Mir fehlen jetzt noch drei Symbole. Wo kriege ich die anderen her? Auch irgendwas ist mit der Musik passiert. Die ist seit kurzem etwas, naja, merkwürdig geworden. Wir müssen noch einmal in die Rutsche. Nee, bitte nicht. Ich guck mal hier oben. Da waren wir noch gar nicht. Da sind wir noch nicht lang gelaufen. Okay, roter Stern. Merken wir uns. Roter Stern. Achtung, wir springen. Wow. Okay, hat geklappt. Roter Stern. Okay, da will ich lieber nicht runterspringen. Auch wenn es geht, oder? Ja, es geht. Also dieses... Oh, roter Stern und grünes Dreieck. Roter Stern, grünes Dreieck, blauer Stern. Oh! Oh, Mann, ey! Roter Stern, grünes Dreieck, blauer Stern. Okay, grünes Dreieck und blauer Stern. Das sollte es passen jetzt, ne? Ja! Und die Tür geht auf! Naja, sind die Flecken, die jetzt hier sind, normal? Das sah gerade noch nicht so
zerstört hier aus. Es sah noch bei weitem sauberer aus, bevor ich hier... Oh, okay. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da nach oben, oder? Okay, es gibt nur eine Rutsche. Rein da! Alter, ich muss sagen, der Ort sieht echt schön aus, aber ich traue dem Ganzen nicht. Ich traue dem wirklich nicht. Wir haben das hier aktiviert mit dem Pad, aber was mache ich jetzt? Gehe ich da lang oder gehe ich da lang? Was ist in der Tür? Hallo? Oh. Oh nein. Oh! Alter! Molly kann die Wörter sagen, die sie schon mal gehört hat? Sie hat mich einfach erwischt. Aber warte, ich hätte jetzt laufen müssen, ne? Oh Mann, ist das creepy. Okay, und das würde auch erklären, warum man hier aus dem Nichts so einen Knopf drücken muss. Oh, das wird schwer. Das wird nicht leicht. Oh, den Knopf muss ich jetzt drücken. Okay, neue Taktik. Wir laufen dahin. Laufen sofort zurück. Okay, Tür ist auf. Und jetzt laufen. Links. Ich laufe nach links. Ich weiß nicht, ob irgendwas davon richtig ist, aber er läuft hinter mir her. Okay, er kann reden. Er kann reden. Hui. Oh. Okay. Okay, das wird schwer. Oh mein Gott. Na los. Oh, kommt da durch. Hilfe. Nicht gut. Er ist gleich bei mir. Er hat mich. Nein. Ah. Versuch Nummer 3. Jetzt wissen wir immerhin, wo wir langlaufen sollen. Okay, er ist schnell. Es ist schwerer als Huggy Wuggy. Wir kriegen das hin. Ist der wirklich hinter mir? Ja, der ist hinter mir. Lauf! Mann, sie haben so viel Zeit verloren. Lauf, Ding. Okay, sieht gut aus. Jawohl. Okay, jetzt da lang laufen. Das war mein Fehler gerade eben. Wir sind gerade nämlich falsch gelaufen. Ja, wir machen das gut, wir machen das gut. Oh, jetzt müssen wir springen. Okay, Achtung, bouncen hier ab. Hier, Sprung. Nein, hat nicht ganz geklappt. Nicht ganz geklappt. Oh, es ist alles noch gut. Okay, was ist das für ein Sprung? Okay, wir haben es geschafft. Ja, komm schon. Oh mein Gott, meine Stimme versagt gerade. Ich muss husten. Ich muss husten, ich kann nicht schreien. Nein, 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 nein. Puh, der hat mich gleich. Der hat mich gleich. Lauf, sammel das auf. Wo auch immer der ist, keine Ahnung, wir haben es aufgesammelt. Okay, ist er immer noch hinter mir her? Ich weiß es nicht, es ist jetzt egal, wir laufen einfach. Hilfe. Oh mein Gott, das ist, erinnert mich jetzt aber wirklich an Huggy Wuggy Poppy Playtime. Wir sind wieder in einem Schacht. Wir laufen in diesem Schacht und ich höre, wie er mich verfolgt. Ja, ja, ich bin da. Mach auf, mach auf, mach auf. Ja, oh Gott. Oh nein. Ah! Oh, das kann ich nicht zeigen. Aber ich kann euch eins sagen. Der Vogel wird uns nicht mehr belästigen. Okay. Was ist los? Ja, ich habe Angst. Ah, okay. Was willst du mir jetzt erzählen? Ja, Park ist seit Jahren geschlossen. Mhm. Ist das eine KI? Ja, hat ja super geklappt mit der schönen Erfahrung. Hm. Ja, der Park ist echt kaputt. Aber ist nicht deine Schuld, oder? Ist okay. Sollen wir denen vertrauen? Okay. Okay. Also ich soll jetzt die Reparaturdokumente holen. Ja. Okay. Alles klar, wir bringen den Park wieder zur alten Glanz zurück. Okay, welcome to the crew, Rookie Wrangler. Ja. Okay, ich bin jetzt Teil der Mitarbeiter. Sehr cool. Wranglers only. Jetzt sind wir bei den großen Playern mit dabei. Oh, was gefunden? Oh. Okay, das ist safe für Part 2 dann. Das ist safe für Part 2 irgendwann. Wir können jetzt nur hier durch. Oh, wo sind wir denn jetzt angekommen? Oh, wir sind bei den Security Cams.
Hier sieht man die ganzen Räume. Merchandise. Aber es sind sehr, sehr viele Bildschirme, die nicht aktiv sind. Boah, stellt euch vor, ihr habt so einen Job. Überwacht dort alle Kameras gleichzeitig. Muss schon ziemlich anstrengend sein. Puh, aber immerhin, Leute. Wir haben den Vogel besiegt. Ja, der wird uns nicht mehr nerven. Nie wieder. Aber der Löwe, der ist noch da. Okay. Oh, das Terminal kenne ich doch. Wie viel haben wir? Ah, 4 Stück fehlen uns noch. Weiß nicht, wo wir die alle herkriegen sollen. Oceanic Odyssey. Okay. Quick Pass. Ja. Quick Pass sollte doch easy sein, oder? Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ja. Okay. Also das ist wohl der nächste Teil. Das ist wie bei SeaWorld oder so. Sea Life. Was passiert jetzt? Hey, buddy. Oh. You okay? Was passiert? Oh. Okay. Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Cut. Heck, I could go for a nice, relaxing defragmentation myself. Oh, was? But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Eine kleine Umfrage? Thanks for visiting Indigo Park. Okay. All your dreams came true. Das war also Indigo Park. Okay, Leute, das war also Part 1 von Indigo Park. Wenn ihr Bock habt, dass, falls die volle Version rauskommt, dass wir das spielen, dann schreibt gerne Part 2 in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Freunde, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel und ich bin gespannt, wie es sein wird. Deswegen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.